So, lauft ihr mal alle hier weg. Moment, dich muss ich dann auch mal hier hin. Und du gehst mal dahin. Und du gehst bitte dahin. Ja, der mit der rennt da nur. Jungs, Mädels. Nein, du sollst hier in die Dornen reinrennen, du Dödel. Ach, ihr seid doch doof, alle. Lauf in die Dornen. Boah. Gut, ich muss mich erstmal um diesen Typen kümmern. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wie war denn das? Ich konnte doch irgendwie zielen. Oh Gott. Ah, mit L2 kann ich zielen. Okay, ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Ich meine, diese Kämpfe sind ja nun wahrlich nicht schwer. Ich muss nur mal gucken, dass ich das ein bisschen koordiniere. So, ihr lauft jetzt mal bitte alle zurück. Ah, die laufen aber nicht lange. Okay. Au. Nein. Nee, 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 nee. Jawohl, so. Da haben wir die Dicken doch schon mal weg. Boah, dieser Typ, ey. Komm, zurück. Yes! Oh. Wow! Okay, ich brauche dringend Gesundheit. Oh. Wow! Wow, 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 wow! Sekunde, Sekunde, Sekunde! Nein! Nein, nein! Nein, nein! What? Okay, also jetzt werden die Kämpfe echt taktischer. Jetzt muss ich aufpassen. Ich hoffe, der hat sich jetzt gemerkt, dass ich die erste Phase überstanden habe. Einfach draufhauen geht nicht. Also man kann den Dicken höchstens 2 Schläge verpassen, dann sofort wegrollen. Boah, die kommen alle wieder. Okay. Geh weg! Genau. Geh weg! Genau. Upsi. Lauf! Und tschüss. Oh, dammit. Roll dich weg! Das gibt's nicht! Oh! Also... Entschuldigung, ich spiele das hier auf normal. Wie sollen das bitte kleine Kinder hinkriegen? Ganz ehrlich. Oh, jetzt roll dich weg. Er rollt sich auch so unheimlich spät. Geht ihr mal alle weg, bitte. Nein! 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 Ey! Er reagiert so super spät auf irgendwelche Tastendrücke. Ey, das gibt's nicht. Also die Kämpfe werden echt unfair, weil man überhaupt keine Möglichkeit hat, hier rechtzeitig zu reagieren. Das ist alles aus der Ferne machen. Das geht gar nicht anders. Alles, was hier irgendwie näher als 2 cm rangeht, das dauert jetzt zwar ewig und 3 Tage, aber... Sorry, ich werde hier kein Zentimeter mehr näher rangehen. What?
Dieser Typ! Ey, das ist unglaublich! Das ist unfair ohne Ende. Und ich meine, es gibt ja drei Phasen von dieser ganzen Kacke. Ich kümmere mich jetzt zuerst um den hier. Ah, dammit! Läuft der nicht noch nicht mal direkt? Oder? Ist er jetzt weg? Nee, der ist da hinten. Oh, jetzt kommt der da hinten nicht mal raus. Wie geil ist das denn? So, Leute, komm mal her. Komm mal her. Ja, shit. So, die Kleinen sind ja kein Problem. Oh, jetzt kriegt der da hinten. So, jetzt läufst du da rein. Super. So, Dicker. Wie treffe ich dich denn jetzt bitte? Geile Scheiße. Ja. Da macht er nämlich einmal hier sein. Super. Jetzt klemmt der da hinten fest. Richtig geile Scheiße. Macht hier einmal seinen Bums und dann war's das. Kann ich das bitte auch hier? Ich komm jetzt nicht an den ran. Ey, das ist unglaublich! Das ist der Hammer! Jetzt komm halt raus, Mensch! Das ist echt ein Witz. So. Jetzt komm halt raus! Boah, ich krieg den nur hier von der Seite. Das ist ein Witz, Leute. Oh, los weg hier. Ah. Ja. Halleluja. Nein, ich will nicht... Oh, das gibt's nicht. Das glaube ich nicht. Ich will den... Die Gesundheit... Ey. Das... Also dieser... Diese Kämpfe sind... Einfach scheiße. Sorry, liebe Entwickler. Also da hätte eine präzisere Steuerung sehr viel gebracht, glaubt mir. So, Dicker, renn mal weg hier. So, du musst hier reinrennen, Freund. Oh, auch! Nein, komm zurück! Mieses kleines Dreckding. Oh, Halleluja! Lauf zurück! Lauf zurück, du dummes Ding! Lauf! Lauf in die... Nein, dann komm nochmal her. Komm her. Diese Viecher sind so strunzblöd. Ja, dann komm halt her, Mensch. So, jetzt lauf zurück. So ist es ein Feiner. So, weg hier. Da kommt nämlich jetzt wieder so ein Volldepp. Oh, shit. Aber ich muss auf den hier aufpassen wieder. Erstmal ihn hier. Ach, shit, da unten schon wieder der hier. Aufpassen. Hm, genau so. Nein, 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 nein. Thank you.
Also hier ist echt angesagt, aufpassen. Wie ein Spitzbube. Sobald er hier ein rotes... Oh Gott. Okay, so, zweite Phase überstanden. Schnell dahin. Lecko. So, nächste Phase. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Dinger vielleicht mal einsammle hier. Oh shit. Oh shit. Haut alle ab. Nein, ich hasse euch. Ihr seid alle doof. Ihr seid alle blöd. So, warte mal. Kleine sind ja kein Problem. Lalalalalala. So, wie kann ich denn das hier jetzt nochmal aktimalisieren? So. So. Yeah, nice. Me likes the Time-Verlangsamung. So, mein Freund, jetzt gibt's wieder auf die Fresse. Ja! Meine Güte. Okay, an die Kämpfe muss ich mich erstmal wieder gewöhnen. Also, sorry, aber wie Kinder das machen sollen? Ich meine, gut, ob Kinder dieses Spiel überhaupt spielen sollten, wenn es hier ständig eins auf die Fresse gibt. Ah, ein Pinsel. Von den Kollegen sollte man sich vielleicht auch überlegen, weil es ja schon ziemlich brutal ist. Aber die Kämpfe sind nicht ohne und ich meine, das ist gerade mal normal und man muss echt aufpassen und gucken, dass man schön zurückbleibt. Kann ich die Dinger nicht richtig kaputt machen? Oh shit! Hey, ein Schrein! Weißt du, dass er deine Machtanzeige auffüllen kann? Das sagst du mir jetzt erst! Los, lass uns nochmal meine Zeitlupenmacht einsetzen. Nur dieses eine Mal und dann vielleicht nochmal. Sie ist so cool! Ja, Sekunde. Ich wollte hier eigentlich noch gar nicht runterspringen. Aber ich glaube, das war schon die gute Entscheidung, weil hier ist eh nichts mehr, alles klar. Okay, an diesem komischen Brunnen können wir also unsere Machtanzeige auffüllen. Die ist eh schon voll. Oh, das ist spaßig. Okay. Oh, shit. What? Wie schnell muss ich denn da sein, bitte? What? Wie soll das denn gehen? Kann ich auf den Schwan springen? Oder wie soll das gehen? Ach so, die Zeitlupenfähigkeit. Ja, ich bin ja bescheuert. So. Nein, nach oben. Jetzt sag das noch an und ich wundere mich noch. Na gut. Da darf man sich nicht mehr wundern, wenn es schief läuft. Und Pinselchen. Dankeschön. So. Gut, da kann man nichts Großartiges erkennen. Und was geht bei euch ab? Wir stecken in einer hoffnungslosen Situation fest, wie üblich. Na gut. Wenn euch das nicht stört, dann ist doch alles gut. Das Leben ist ein Jammertal, so finster. Nein, nein, alles wird wieder gut. Alles wird supi. Supi und groovy. Kling, kling, kling. Na, dann schauen wir mal, wie wir euch hier aus eurem Jammertal befreien können. Vor allem bin ich auf den blauen Geist gespannt, was der jetzt wieder für eine Paranoia oder sonst irgendwelche Extras entwickelt. Die spinnen ja alle hier so ein bisschen rum. Wir müssen in den Tempel.
Wie? Aber ich will doch hier gucken. Och, ich will doch hier gucken, Menno. Gut, dann... Ja, doch! Mein Gott. Na, bei euch so. Warum tut der Admiral nichts dagegen? Es heißt, er sei traurig und wer kann es ihm verdenken? Gut, aber wo sollen wir denn hin? Darüber sollen wir? Ach, wir sollen da rein. Na, ich weiß ja nicht. Was wollt ihr? Wir müssen in den blauen Tempel. Es ist wichtig. Tut mir leid, aber der Tempel ist geschlossen. Unser Hafen wird gerade von einem riesigen Monster angegriffen. In Krisenzeiten darf der Tempel nur mit direkter Genehmigung von Admiral Blaubart betreten werden. Betreten des Tempels nur auf direkten Befehl des Admirals. Dann sollten wir mal den Admiral suchen. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich... Ja, jetzt dürfen wir da runter. Das ist also Admiral Blaubart da unten. Da oben, da links, da rechts. Kann ich hier rüberspringen? Schwinde das alles sehr... mysteriös. Freunde? Finde den Admiral. Na, ich soll hier rüber. Aber wie zur Hölle soll das gehen? Was habe ich denn noch für Fähigkeiten? Ich habe die Zeitlupenfähigkeit, aber das ist jetzt auch wieder leer. Da komme ich nicht rüber. Was zur Hölle kann ich tun? Was? Dieses weiße Zeug macht unsere triste Welt noch trister. Naja, ist wahrscheinlich im Englischen Feeling Blue. Deswegen sind die alle hier so ein bisschen tranfunzelig. Also Feeling Blue ist ja so wie sich traurig fühlen. Aber wie zur Hölle soll ich hier rumkommen? Das desorientiert mich jetzt ein wenig. Ich kann ja hier rüber. Hier ist auch noch ein Boot. Aber da kann ich ja nicht rüberspringen. Das bringt nichts. Das ist nur ein Schwan. Ja auch nichts Interessantes. Aber wie... Ich würde ja gerne zum Beispiel das Boot herrufen. Aber er hüpft da ja nicht rüber, sondern er springt straight ins Wasser. Ah, da hinten hin müssen wir sogar. Aber what the hell? Kann mir jetzt mal irgendjemand erklären, wie das funktionieren soll? Ich bin jetzt gerade total überfragt. Ich kann mit dem da drüben nicht sprechen. Ich müsste quasi darüber. Ist ja auch gut und schön, aber da drüben ist der Speicherpunkt auch. Springt der von hier aus vielleicht? Nö. Springt auch glatt ins Wasser. Thank you.
Sag mal. Ich kann mit dem ja auch nicht sprechen. Nichts. Ich kann ihn nicht bitten, herzukommen. Hier komme ich nirgends hoch. What the hell? Sonst an Fähigkeiten? Hab ich ja nix. Meine Verlangsamungsfähigkeit bringt mir nix. Kriege ich jetzt gerade hier irgendwas nicht mit? Wahrscheinlich. Weil ich komme ja auch hier nicht mehr rüber. Weil ich ja hier nur abkratzen werde. Keine Ahnung. Überleg jetzt ernsthaft, ob ich neu lade. Weil das bringt hier nicht viel, glaube ich.